Heute gibt es mal ein Update zu meiner Weigelie. Ja, und ich bin jetzt auch schon mittlerweile ein paar Jahre an ihr am Arbeiten. Es wird natürlich auch noch etliche Jahre dauern, bis das hier mal ein richtig toller Bonsai letzten Endes geworden ist. Ja, und vom Alter her ist sie auf jeden Fall über 30 Jahre alt. Sie stand ursprünglich bei meinem Nachbarn in so einem, ja, ich sag mal, Pflanzkübel aus Beton oder halt so ein komischer Pflanzring, ne? So nenne ich das jetzt einfach mal. Und ich meine, das war 2021, hatte ich sie bekommen. Der hatte halt alles neu gemacht, also mein Nachbar. Und ich hatte halt gesehen, die holen die Weigelie raus. Mir war die schon ein paar Jahre aufgefallen, weil die halt immer schon diesen, oder nicht immer schon, ne, im Laufe der Jahrzehnte halt diesen wunderschönen Stamm ausgebildet hatte. Und ich habe dann halt meinen Nachbarn gefragt, hör mal, wenn ihr die so einigermaßen da rauskriegt, kann ich die bitte haben? Und es gibt ja Videos von ihr, ich sag mal, ja, fast von Tag 1. Ich hatte damals halt leider nicht gefilmt, wie ich sie dann ursprünglich eingetopft hatte und wie letzten Endes diese Wurzeln aussahen. Ich hatte sie dann erst gezeigt, wo ich den Eindruck hatte, sie hat überlebt, aber es gibt schon ein paar Videos von ihr. Ich kann euch am Ende des Videos, genau, am Ende des Videos mal die Playlist zu ihr, wie heißt es, einblenden. Boah, da ist auch warm hier drinnen, ne? Wir haben heute Samstag und wir haben entspannte 31 Grad draußen. Ja, jedenfalls, was ich jetzt vorhabe, die Kleine, die muss auf jeden Fall dringend in Form geschnitten werden, weil so kann das auf Dauer ja nun mal nicht bleiben. Die soll ja auch auf Dauer gesehen viele feine oder mehrere Verästelungen ausbilden. Ich stelle mir das Ganze folgendermaßen vor. Ich tue einfach so, als wenn dieser Hauptstamm noch leben würde. Ich wechsle gleich auch mal die Perspektive, dann kann ich euch das auch noch mal genauer zeigen. Also ich gehe jetzt im Prinzip davon aus, dass das hier schon der Stamm ist. Und auf Dauer gesehen mache ich halt hier einen Kronenaufbau. Dazu muss sie jetzt zurückgeschnitten werden, aber wirklich ordentlich. Und am Ende des Schneidens, wenn ich soweit fertig bin, zeige ich euch auch mal, wie man hier diesen Holzhärter auftragen kann, weil ich will verhindern, dass das Ganze hier noch mehr wegfault. Das ist jetzt leider auch nur mal ein weiches Holz bei der Weigelie. Und ja, dann ändere ich jetzt mal die Einstellung. Also dieser gesamte Hauptstamm hier und auch die dicken Wurzeln, so wie auf der anderen Seite, sind leider im Laufe der Zeit abgestorben. Also das hier ist alles komplett tot. Dann hat die irgendwann im Laufe der Zeit hier oben Wurzeln ausgebildet. Jetzt muss ich dazu erzählen, das hier war bis oben hin voll mit Totholz und dann hat sich halt im Laufe der Zeit, ich hoffe, ihr könnt das so einigermaßen erkennen, hat sich halt, wie gesagt, im Laufe der Zeit hier eine Wurzel gebildet und dann haben wir noch hier eine Wurzel, ne? Die ist unter dieser etwas größeren da oben. Und die gehen halt beide hier so in den Stamm hinein. Ich drehe das Ganze jetzt mal. Ich hoffe, meine Kamera wackelt jetzt nicht. Ne? Hier sieht das nochmal besser. Da ist eine Wurzel entstanden. Zack, ist nach unten hin weggewachsen und wächst halt hier in die Mitte des ursprünglichen Stammes halt nach unten hin durch. Das hier hat sich auch im Laufe der Zeit etwas verfärbt, aber das ist jetzt erstmal egal. Aber ich finde, das ist echt richtig cool. Ja, Nachteil bei der Weigelie ist, ich hatte es mal ausprobiert, man kann die mehr schlecht als recht drahten, das knackt sofort weg. Ich hoffe, ich bin jetzt noch im Bild. Ich habe das hier einfach mal mit einem Gummiband gespannt. Total professionell, aber ist ja egal. Viele Wege führen nach Rom, insofern ist das auch vollkommen Latte, wie man zu seinem Ergebnis kommt. Hauptsache, das klappt. Ja, und hier, oder hier unten vielmehr, ist das leider auch immer noch am Verfaulen. Ich trage das Ganze hier nach und nach ab, das Substrat. Aber ich muss ja jetzt erstmal mein Hauptaugenmerk, oder musste ich damals, auf die Bildung der Wurzeln legen. Deswegen hatte ich die jetzt auch noch nicht zurückgeschnitten. Ich habe die jetzt erstmal wuchern lassen, damit die auch wieder mehr Energie und Kraft bekommt, um dann halt auch letzten Endes wiederum mehr Wurzeln ausbilden zu können, damit die halt, ich sag mal, mehr Power bekommt, die Pflanze. Und ja, dann wollen wir die jetzt mal zurückschneiden. Also, ich werde die jetzt folgendermaßen zurückschneiden. Und zwar, dass hier nachher am Ende immer Minimum 2 bis 4 Blattpaare stehen bleiben. Hier unten haben wir das erste Blattpaar. Hier ist Blattpaar Nummer 2, Blattpaar Nummer 3 und Blattpaar Nummer 4. Mit der Weigelie, was das Schneiden angeht, habe ich jetzt noch nicht sehr viele Erfahrungen sammeln können. Von daher schneide ich jetzt hier nicht bündig beim Blattpaar ab, also jetzt nicht so. Ich gehe jetzt mal lieber auf Nummer sicher und lasse da ein gutes Stück noch dran. Weil es könnte ja möglich sein, dass das hier zurücktrocknet. Könnte passieren, weiß ich halt noch nicht. So, 1, 2, 3, machen wir mal hier. Ne, wie gesagt, auf Dauer gesehen kann das so ja nun mal nicht bleiben. Da werden auch im Laufe der Zeit auch Äste wieder verschwinden. So ist es nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich den hier nachher wegnehme.
Weil ihr müsst euch vorstellen, zumindest momentan ist das hier für mich die Front. Wobei die Rückseite, die sieht auch richtig nice aus. Die vermeintliche Rückseite. Hier ist das jetzt auch mit dem Gummiband. Als die noch nicht so lang waren, die Zweige. Es gibt ja ein Video zuvor. Habe ich das hier einfach mal so drum gemacht. Und das ist, glaube ich, gerissen, ne, im Laufe der Zeit. Ach, guck mal, ist gar nicht mehr dran. Okay, also Gummibänder reißen dann halt auch mal ein. Und dann jetzt hier erstmal hier peu à peu in Form schneiden. Ich möchte auch mal auf Dauer gesehen, dass das, ich sag mal, oder dass der Kronenbereich so eine, ich sag mal, etwas dreieckige Form bekommt. Das hier ist der Leittrieb, der im Laufe der Zeit entstanden ist. Von daher ist der auch am dicksten. Aber den werde ich wahrscheinlich behalten. Ja, aber da muss man wirklich jetzt etliche Jahre planen, bis das hier mal ein vernünftiger Bonsai letzten Endes geworden ist. Auch hier bei den Triebspitzen, wo nur ein bisschen gewachsen ist, nehme ich auch schon mal einen Hauch weg. Ja, was machen wir damit? Auf Dauer gesehen. Könnte man natürlich jetzt auch nachher, da müsst ihr wirklich mit Gefühl arbeiten, so nach hinten hin wegmachen. Ich glaube, das werde ich nachher auch machen. Ich bin jetzt nur noch am Überlegen, ob ich Draht benutzen werde oder lieber doch was anderes. Ja, mal gucken. Ja, hier ist nicht so viel am Wachsen. Nehmen wir trotzdem hier weg. Den kleinen Süßen, den können wir ehrlich gesagt abschneiden. Den nehme ich jetzt hier bündig weg. Tschüss. Den brauchen wir nicht. Ja, lass mal hier mal ein bisschen was dran. Aber das dauert halt nun mal seine Zeit. Das könnte man vielleicht auch mal. Da muss ich jetzt gleich mal selber drüber nachdenken. Ich weiß, das sieht jetzt hier alles wieder rappelkurz aus. Aber auf Dauer wird das ja sonst nichts, wenn ich die nicht mal in Form schneide. Weil dann würde die jetzt im Laufe der Zeit immer noch mehr Peitschen ausbilden. Komm, wir gehen auf Risiko und nehmen wir mal ganz, oder nicht ganz, aber ein gutes Stück weg. So. Der Leittrieb, bevor ich den einkürze, weil ich nehme erstmal nur ein bisschen weg und dann denke ich jetzt mal selber darüber nach. Ist jetzt die Frage, ob meine jemals blühen wird. Ich habe jetzt wahrscheinlich wieder die Knospen abgeschnitten, aber das ist jetzt erstmal vollkommen Wurst. Die Weigelie hat manchmal Probleme mit Fressfeinden. Wer das jetzt hier, kann ich euch nicht sagen, vielleicht irgendwie eine Raupe oder was anderes. Gelegentlich können da mal Schildläuse dran sein, aber toi toi toi, in diesem Jahr noch keine Probleme. Was ich auch mal in einem anderen Jahr bemerkt hatte, wie heißen die nochmal? Wollläuse. Also bisher, was ich jetzt hier sehen kann, ist hier alles tutti. Waren jetzt auch keine Ameisen am dran rumkrabbeln. Wenn ihr bei euren Töpfen sehen solltet, allgemein bei den Töpfen, da ist jetzt egal, ob es ein Lavendel ist oder ein Bonsai oder whatever. Wenn hier andauernd Ameisen am rumflitzen sind, da haben wir jetzt zwar eine hier auf meinem Tisch, das ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn hier andauernd so Ameisen am rumflitzen sind, ist das ein Zeichen, da sind Läuse. Kann ein Zeichen sein für die, ich sag mal, ganz normalen Läuse oder halt für Schildläuse, Wollläuse. Aber dann immer mal gucken, was ist da los, wenn hier so ganz viele Ameisen rumzappeln oder wenn man halt die Pflanze so ein bisschen bewegt und dann kommen da die Ameisen runter, dann solltet ihr mal gucken, ob da irgendwelche Schädlinge sind. Die Wollläuse, die sind auch richtig fies, die sind immer unter den Blättern. Deswegen gucke ich jetzt hier mal gerade, ob ich hier irgendwo was erkennen kann. Wäre da jetzt was gewesen an den jungen Triebspitzen? Ja, wäre jetzt auch egal. Ich überlege gerade, ob ich mal versuche, die zu vermehren. Ach nee, mache ich jetzt nicht. Das kommt gleich auf meinen kleinen Kompost. Weil ich dachte, ich muss auch irgendwo aufpassen. Ich kann jetzt hier nicht hunderte von Bonsai versorgen, in der Zukunft gesehen. Und dann mache ich mir jetzt mal Gedanken, was ich jetzt hier vielleicht noch dran machen werde. Vielleicht auch nichts. Ansonsten käme jetzt als nächstes der Holzhärter zum Einsatz. So, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich den hier komplett an der Basis gleich abschneiden werde. Weil auf Dauer gesehen würde mir persönlich das Ganze halt nicht gefallen. Oder ich sage es mal anders, wenn ich den hier halt von vorne betrachten werde und dann sticht mir hier dieser Ast sozusagen ins Auge, fände ich jetzt optisch nicht so prall. Aber letzten Endes macht das immer so bei den Bonsai, wie ihr das gut findet. Nur weil ich das jetzt gut finde, heißt das ja nicht, dass das jemand anders gut findet. Jetzt muss ich aber hier auch höllisch aufpassen. Wupp. Wupp. Ja, und hätte auch letzten Endes den Nachteil, dann würde sich auch auf Dauer hier so einen unschönen, dicken, fetten Knubbel bilden. Kann jetzt immer noch passieren, weil ich halt hier einen Ast habe und da einen Ast habe. Den hier möchte ich aber gerne behalten. Und der hier ist, ach so, den konnte ich so abbrechen. Na, geh mal ab. Ach, da war dieser kleine Süße, nehmen wir auch mal eben weg. Wie heißt es? Wundpaste werde ich jetzt nicht auftragen bei so kleinen Mini-Schnittwunden. Das habe ich jetzt einfach mal. Und ich gehe jetzt ein bisschen auf Risiko. Ich habe hier einen 2 mm starken Aluminiumdraht.
Der hier wird jetzt gedrahtet und der hier. Kann sein, dass das abbricht, aber man muss ja auch mal seine Erfahrungen sammeln. Der stammt noch aus irgendeinem anderen Projekt, fragt mich jetzt nicht aus welchem. Ich gehe jetzt hier mal erstmal so vorsichtig entlang. Im optimalsten Falle macht man das Ganze im 45-Grad-Winkel, also den Draht hier drumherum wursteln. Aber ich mache das jetzt hier wirklich gleich nur ganz grob. Und da muss ich auch erstmal testen. Ist jetzt hier auch gerade ein bisschen tricky. So, das hältst du erstmal. Und wie gesagt, ich mache das jetzt hier wirklich nur so grob. Man kann da jetzt auch drüber streiten, wann jetzt letzten Endes, ich sag mal, die beste Jahreszeit zum Drahten der Weigelie ist. Ich persönlich würde jetzt vom Gefühl her sagen, es wäre besser, sowas im Frühjahr zu machen. Aber ehrlich gesagt, ich will hier auch mal irgendwann mal vorankommen. Und diese Äste werden ja nun mal im Laufe der Zeit immer dicker. Ist hier gerade ein Blatt abgebrochen? Nee. Und jetzt muss ich hier wirklich mit Gefühl drahten. Ich glaube auch nicht, dass die da super lange dranbleiben werden. Also der Draht. Ich meinte jetzt nicht die Äste. Lalala. Der hier könnte noch ein bisschen wieder nach oben. Ich darf jetzt nur nicht übertreiben. Das Ende lasse ich jetzt hier ehrlich gesagt dran vor meinem Draht. Ich nehme das dann wirklich immer so lange, bis ich den halt echt nicht mehr gebrauchen kann. Dann können wir dich hier ein bisschen höher und auch ein bisschen... Eieiei. Ich kriege hier gerade selber ehrlich gesagt schon Schweißausbrüche. Klar, es ist heute auch warm. So, mal schauen. Uah. Würde ich jetzt eigentlich abschneiden, den hier, weil der jetzt so nach unten hinweg wächst. Obwohl, wisst ihr was, ich kürze den ein. No risk, no fun. Jetzt habt ihr schon so viel bei mir überlebt. Oder was heißt bei mir, ne? Ich habe die ja letzten Endes gerettet. Jetzt werde ich aber auch sehr, sehr pingelig, muss ich hier gerade zugeben. Wenn man da halt mal so drauf guckt. Eieieiei. Ja. Nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Das ist hier wirklich super verführerisch für mich. Ja, ich höre jetzt mal auf. Mal gucken, falls das hier dann doch die Front werden sollte. Dann wäre letzten Endes er hier noch ein Problemchen, aber den lassen wir mal in Ruhe. Der kann hier so hochwachsen. Den Leittrieb, den kürze ich, aber wisst ihr was, ich kürze noch ein bisschen ein. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich im Kamerabild bin. Ich sage ja, no risk, no fun. Und dann hole ich jetzt mal den Holzhärter hinzu. Warum ist hier ein Samending von der Pusteblume? So, wo ist er? Holzhärter. Holzhärter. Bevor ich gefilmt hatte, bevor ich es vergesse zu sagen, ich hatte das hier alles von Staub und Dreck gereinigt. Ich hoffe, der Pinsel passt jetzt hier hinein. Der stinkt auch gut. Ich werde das jetzt hier nicht an die Wurzeln schmieren. Sicher ist sicher. Dann hier peu à peu mal auftragen. Und das Zeug verhindert, dass das Ganze jetzt hier noch super schnell am Verrotten ist. Einfach vorsichtig mit einem Pinsel auftragen. Und natürlich darauf achten, dass das hier nicht irgendwie in das Substrat reinläuft. Das wäre, glaube ich, auch nicht so prall. Deswegen jetzt hier mit Ruhe und Geduld auftragen, wo man halt ohne Probleme drankommen kann. Weil ich kann da jetzt noch nichts zu sagen, wie sich das Ganze verhalten würde, wenn ich jetzt die Wurzeln aus Versehen damit einschmieren würde. Deswegen, da gehe ich jetzt wirklich lieber auf Nummer sicher. Weil jetzt hat die so viele Jahrzehnte auf dem Buckel, die Gute. Und die soll jetzt nicht eingehen wegen so einem Holzhärter. Das wäre jetzt ärgerlich. Bleibt natürlich auch jedem selbst überlassen, ob er Holzhärter überhaupt verwenden möchte. Gibt halt auch Leute, die finden es wiederum klasse, wenn das dann halt im Laufe der Zeit auf natürliche Art und Weise halt, ja, mehr verrottet. Kann auch toll aussehen, aber ich will unbedingt diesen dicken Stamm behalten. Das heißt, ich will, ne? Ich versuch's zumindest. Ansonsten wäre der Stamm halt irgendwann weg und dann wäre halt nur noch diese Wurzel da und dann, wo ist sie? Die andere Wurzel da unten sieht man. Ja, seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Da unten ist sie noch, die zweite. Aber mal gucken, ne? Vielleicht kann ich das ja auch noch ein paar Jahrzehnte hinauszögern.
Noch mehr werde ich jetzt an meiner Weigelie nicht arbeiten. Ja, und dann heißt es jetzt leider wieder abwarten und Tee trinken, wie die sich halt mal im Laufe der Zeit entwickeln wird. Meine Weigelie kommt jetzt wieder nach draußen und erhält dort einen halbschattigen Standort. Gewässert hatte ich sie jetzt überwiegend mit Regenwasser. Es sei denn, die Regentonnen waren leer, dann hat sie natürlich auch mal Kranberger bekommen. Ja, und momentan werden die sogar, oder fast alle Bonsai, werden momentan zweimal am Tag gewässert. Ich mache das immer morgens und abends, aber ist jetzt auch kein Wunder, die haben ja momentan auch einen enormen Wasserbedarf, so rum. Ne? Wir haben ja auch immerhin 31 Grad heute. Was wollte ich euch jetzt noch erzählen? Thema Schädlinge hatte ich ja schon. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ach ja, düngen. Meine wird immer mit einem Universal-Flüssigdünger gedüngt. Das mache ich immer so jetzt momentan einmal die Woche. Packe ich mal mit in die Videobeschreibung hinein, was ich da halt verwende. Ja, ich glaube, noch mehr kann ich jetzt gar nicht zu ihr erzählen. Ja, wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich gehe jetzt ein bisschen noch gärtnern, mal gucken. Es ist ja immer noch richtig schön muckelig warm. Ja, jedenfalls, ich wollte mich jetzt verabschieden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!